Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part in The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Fluch des Jahres hier von Skokie Bock oder wie diese schöne Insel auch immer heißt, haben wir gebrochen. Und nun können wir weiterreisen und es hat sich herausgestellt, einmal, dass Geralt ein Partoffelheld ist. Wo ist man da schon lange her? Und dass es hier furchtbare Quests in diesem Spiel gibt. Also die Quests werden echt immer furchtbarer. Nämlich, der liebe nette Jarl war von einem Him besetzt. Einem Monster, was sich hier von den schlechten Gedanken eines Menschen ernährt und diesen dazu bringt, Selbstverstümmelung zu betreiben. Wir haben einen tollen Plan hier ausgeführt, in dem der Him uns uns hier bespringen wollte. Sag ich jetzt, oh nein, gleich hüpft mich so ein Wasserwesen an. Weg da. Und wir sind ihn losgeworden, indem wir ihm vorgetäuscht haben, dass wir ein Baby getötet haben, was wir in den Ofen gesteckt haben. Haben wir es wirklich in den Ofen gesteckt? Ich weiß nicht. Ich denke da lieber auch nicht drüber nach. Zumindest wollte er von uns Besitz ergreifen, doch wir haben das Baby gar nicht getötet. Alles war gut. Und der Jarl ist nun seinen Fluch los und ich hoffe, es geht ihm auch bald besser. So, damit haben wir einmal einen von Krachs Kindern geholfen. Nun fehlt natürlich noch das zweite. Da müssen wir jetzt hier auf die nächste Insel reisen hier. Langer Weg erstmal, der hier wieder vor uns ist. Vor uns steht hier. Und ich hoffe einfach mal, dass wir hier viel Spaß haben werden. Denn wenn ich mich nicht ganz irre, war das die Quest, wo hier Riesen ihr Unwesen treiben. Riesen? Die großen Dinger da, die doppelt so groß, zehnfach so groß sind wie Geralt. Nee. Die coolsten Riesen gab es immer noch in Two Worlds, Leute. Das waren die geilsten Riesen überhaupt. Ein Schlag, du warst instant tot. Du hast 10 Level vom Maximallevel. Ein Schlag und du bist tot. Ach, Two Worlds. Ich muss immer, wenn ich hier segle, muss ich an Two Worlds einfach denken. Ich weiß nur, Two Worlds 1 war einfach das krasseste Spiel überhaupt. Im Endeffekt, du hast in diesem Spiel jeder Gegner in der zweiten Hälfte hat dich mit einem Schlag getötet. So war das, so ganz relaxed, mein Gott, du warst auf Level 80, mein Gott, der Gegner war theoretisch, dass du ihm sogar echt viel Schaden zugefügt hast und ihn mit zwei Heben getötet hast. Aber mein Gott, trotzdem hat er dich auch mit einem Schlag getötet. Ach du willst, wie habe ich das Spiel eigentlich nochmal durchgespielt? Keine Ahnung. Naja, ach ja, stimmt, da gab es nochmal die coole Taktik. Einen Schritt zurück, angreifen. Einen Schritt zurück, angreifen. Einen Schritt zurück, angreifen. So lief das ganze Kampfsystem ab. Eigentlich ist es auch nicht anders. Quen, rollen, rollen, schlagen. Rollen, rollen, schlagen. Quen. Naja. Schauen wir mal, was uns jetzt hier bei dem Riesen erwarten wird. Ich wette, viel Schönes, viel Tolles. Und unser Boot, es lebt sogar noch. Also, ich hätte eigentlich gedacht, das haben wir schon ganz schön lange hier. Fast eine Stunde segeln wir jetzt hier schon durch die Gegend. Ja, und das hat bis jetzt nur einen kleinen Bäcker da vorne. Schauen wir mal, können wir uns den Bäcker anschauen? Ja, ne. Dann segeln wir einfach hier weiter. Oh nee, was ist da? Das sind wieder diese fiesen Viecher, wette ich drauf. Weil es sind keine Ertrunkenen. Ertrunkene gibt's. Ja, genau, die ätzenden Viecher. Was sich so ans Boot klammert und dann so macht. Ganz ätzende Viecher. Der Herr von Undwig. So, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal hier die Insel ansteuern, dass wir hier einen Wegpunkt haben. Und dann können wir immer noch nach Neuheaven gehen und schauen, ob es dort irgendwas Spannendes gibt. Was fliegt da eigentlich über mir? Ich hasse Skellige. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Überall fliegt irgendwas Fieses rum. So, jetzt müssen wir nur mal schauen, wo wir am besten die Insel ansteuern. So, oh, es ist ja noch. Ich dachte, es wäre jetzt schon die Insel. Boah. Okay, hier müssen wir hin. So. Also, wir müssen eine Weile hier an ein paar Inseln vorbeisegeln. Da müssen wir nach links und dann hoffentlich ist dann so ein kleiner Hafen und dann bist du auch irgendein Wegpunkt. Die Insel ist halt schon wieder so groß, Mann. Das ist ungefähr so groß wie Novigrad. Grausam, Leute. Grausam, Leute, was uns da noch alles erwarten wird. So. Aber wir werden jetzt diese Quest machen, dann werden wir zu Lambeck gehen und dann werden wir auch die Hauptquest weitermachen, weil so spannende Quests kann es nicht mehr geben, schätze ich mal. Also, wir werden nur noch die Quest machen, weil ich denke, erstens, ich finde das interessant hier mit der Thronerbe von Skellige, muss ich wirklich sagen. Ansonsten würden mir wirklich noch Nebenquests einfallen, die wir mit Yennefer, Triss zu tun haben, die wir wirklich machen, weil der Rest... Leute, wir haben hier genug zu tun in The Witcher, so. Ganz schön fiese Klippen sind hier. Es kommt ein ganz starker Wind und macht krack und dann war's das mit uns. So. Okay. Und dabei gibt es hier noch so viele andere Inseln, die es auch zu erkunden gibt. Mann, ist der Witcher riesig. Es ist wirklich furchtbar, wie groß das Spiel ist. Ich meine, das kaschiert es jetzt nicht mit dem Meer hier, weil es gibt hier genügend Inseln, wo wir hier ansteuern können. Wir waren ja auf einer Insel, da haben wir auch einen ganzen Part gebraucht, um die... Und da waren ja nur
20 Gegner oder so und sonst war ja da eigentlich nicht viel. Ha. Und trotzdem. Ah, egal. So, ich freue mich darüber. Mir macht das Segeln hier eigentlich ganz viel Spaß. Es ist ein bisschen schön, beruhigend. Ich würde mir nur wünschen, dass da auch irgendeine schöne Musik so im Hintergrund wäre. Ich weiß, bei Two Worlds lief immer so eine schöne Musik im Hintergrund, wenn man gesingelt ist. Hier hat man wirklich so dieses ganze Gepfeife nur. Das ist nicht so ganz so schön. So, können wir den von Oscar und so vernacht. So, und die andere Quest kann ich jetzt nicht mehr machen. Also, zur anderen Seite da, zu dieser Taverne zu reisen. Das hätte man eigentlich erst machen müssen, aber egal. So. Schauen wir mal. Ich will halt nur irgendwo andocken am besten, wo wir auch wieder zurückkommen. Das war halt mein... War halt eigentlich das, was ich wollte. Aber so wie es aussieht, scheint es schwerer zu sein hier. So, letzte. Du bist auf jeder Insel unterwegs. Okay, das sind mit diesen hässlichen fliegenden Viecher. Plötze, warum läufst du eigentlich an mir vorbei? Weg. Ich will weg von diesen fliegenden Viechern. So, und dann kommen wir hin. Die erinnern mich ein bisschen an Harpien. Und Harpien sind eher einer der furchtbarsten Gegnertypen. So, jetzt schauen wir mal. Es könnte irgendwie ein bisschen schwer werden, da vorbeizukommen, wenn ich mich da nicht ganz irre. Ja, super, was meine ich jetzt? Ja, geil. Weg da. Was ist denn das? Blöde Festung. Oder warte mal, gibt es hier irgendwie einen Weg, den wir hochklettern können? Ja, eher nicht. Nee, da werden wir runterfallen. So. Balancieren wir mal dahin. Guter Plan. Nee, das bringt nichts. Was ist denn das? Ein riesiges Tor. Ja, super. Wählener Langschwert. Warum nehmen wir das eigentlich mit? Das wird wahrscheinlich eh schlecht sein, aber egal. Ja, was machen wir denn jetzt? Schauen wir nochmal auf die Karte. Ja, im Endeffekt wollte ich ja... Ah, da ist eh ein Fischersdörfchen. Dann werden wir da wahrscheinlich einen kleinen Umweg machen. Wenn wir mit unserem Boot da auch nochmal hinsegeln. Plötzlich lassen wir zurück. Ich könnte auch mit Plötze dahin reiten, aber ich segle viel lieber anstatt mit Plötze. Jetzt muss ich erstmal mein Boot wieder finden. Boot. Boot. Wo bist du, Boot? Ich find's echt nicht. Es war doch hier, oder? Oder dahin. Ja, okay, dahin könnte es auch gewesen sein. Okay, dann gehen wir nochmal dahin. Jetzt ist ja... Es ist 3 Uhr in der Nacht. Und es ist hier hell. Und es ist hier eigentlich hell. Okay. Gut. Gehen wir hier nach einer anderen Seite. Irgendeine skellige Zeit, oder? So. Blutmoos. Das sah gerade irgendwie aus wie Innereien. So. Dann steigen wir nochmal in unser Boot. Ja, zack. Geralt. Haben wir hier zufällig Ebbe und Flut? Ah, okay, gut. Ich dachte jetzt für eine Sekunde, dass wir mit dem Boot hier nochmal wegkommen, weil wir hier so sehr... Ah, wie kommt man da vorbei? Weil wir hier zu sehr am Land sind. So, wollen wir das echt versuchen? Ganz schlechte Idee. So. Wende. Ach, das bringt nichts. Wir können da schon versuchen durchzukommen, aber da werden wir unser ganzes Boot kaputt machen. Keine gute Idee. Nee, dann segeln wir da außen rum. Komm, wenden. So, da raus. Ja, und jetzt Vollgas. Speedman. Okay. Langsam hat auch unser und das beste Boot hier langsam seine Spuren. Hat der liebe nette Max hier hinterlassen, aber das wundert mich auch, dass es immer noch hält. Aber was ist denn das für ein riesiges Tor, was nicht aufgeht? Oh mein Gott. Wenn ich jetzt einfach hier segle, ignoriert ihr mich doch, oder? Hallo, ich bin doch nur Haut. Ich bin doch nur hier Muskeln. Ja, das ist doch keine Nahrung, was ihr hier habt. Lohnt sich doch nicht mehr, mich zu fressen hier. Komm, lass mich in Ruhe. So. Die verfolgen mich immer noch, gell? So, die Speerfischküste. Okay. Gera, kannst du bitte von dem Drecksboot absteigen? Ich bitte dich. Ich weiß, das magst du nicht. Auf einem Boot zu kämpfen ist ja auch hammergeil. So. Der eine ist im Wasser. Komm. Komm, Drecksviech.
Das ist echt fies, weil die gehen einfach ins Wasser und da kann man sie nicht angreifen. So. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Aua. Übrigens fällt euch auf, dass die haben so, die haben weibliche Köpfe. Das sind ja echt so sirenenartige Gegner. So. Und auch mit den größten Sirenen tue ich hier den Boden wischen. So. Aufgeräumt. Irgendwie sieht das Dorf allein hier ein wenig verlassen aus, oder? Okay. Schöne Insel, Küste, die wir hier gefunden haben. Ja, wir haben ja irgendwie gehört, dass hier alles ausgerottet wurde. Das haben wir ja so halbwegs mitbekommen, wenn ich mich da recht erinnere. Das hat uns ja hier Krach erzählt, dass er hier der Sohn hier von ihm hingegangen ist. Der Himmler. Um eben hier das Verschwinden von den Menschen hier zu untersuchen. Okay. Aber ich weiß jetzt trotzdem hier nicht, wie wir weiterkommen, wenn so. Ich wette, es lenkt uns jetzt gleich mal wieder auf den Weg davon. Also jetzt. Komm, Geralt. Okay, jetzt müssen wir durch eine Höhle gehen, oder? Ach, super. Also, was das für eine geile Insel ist. Jetzt kann ich in irgendwelche unbekannten Höhlen hier reiten und hoffe, dass ich nur irgendwie in der Mitte der Insel rauskomme. Das ist schon traurig. Aber habt ihr gesehen? Die Dinger waren Level 19. Ich dachte, wir werden jetzt wirklich überpowered, weil auf Skellige ankommen sollten wir mit Level 16, mindestens. Und dann sind wir mit Level 20, jetzt sind wir, glaube ich, Level 21. Da sollten wir auch noch einen Punkt haben, den wir verteilen können. Und trotzdem sind wir schon wieder Gegner auf Level 19. Das ist echt schlimm. So. Oh, was ist denn da? Was ist da? Eine Kiste mit Harz. So. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, Leute, wie ich hier irgendwie weiterkommen soll. So, kann man da hoch? Da kann man hoch. Da. Oh, wunderschön hochgepackt, Geralt. Aua. Geralt, jetzt hast du dich da so schön hochgepackt und dann tust du hier so blöd runtersleihen. Das war nicht gut von dir. Bin enttäuscht jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Da ist noch eine Kiste. Ja, Geralt. Es reicht. Leute. Geralt, du bist kein Skaterboy. Jetzt hör auf damit. Dankeschön. Geralt und der Skater hier. Sehr cool. Slide da einfach ganz relaxed hier hin und her. Sehr gut. Ja, okay, jetzt sind wir hier. Wo hier auch immer ist. Dann gehen wir da lang und dann hoffentlich kommen wir auf irgendeinem Weg. Bitte, Geralt, geh da hoch. Okay, hier ist wieder irgendwas, was man als Weg bezeichnen könnte. So. Was ist das hier? Der Clan Ancrate. Der Clan Ancrate, okay. Die Frage ist natürlich, wer hat den hier so zugerichtet, den Arm hier? Ach, ich will das doch gar nicht wissen. Warum stelle ich überhaupt so blöde Fragen? So, Plätze kommen hier hoch. Plätze. So, wird mir jetzt eigentlich mal irgendwann mal markiert, wo ich hin muss? Bitte, Spiel, markier es mir doch so. Ah, und da ist eine. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn hier weiterkommen? Ich verstehe das langsam nicht mehr. So. Wir müssen uns mal hier die Karte anschauen. Also. Da sollte es einen Weg geben. Und da müssen wir dann so reiten. Das ist doch behindert. So, weil da in das Dorf kommen wir nicht, weil da ist die Brücke zerstört worden. Und da kann ich ja nicht mit Plötze rüberhüpfen, weil Plötze hüpft ja keine 5 Meter. Da gehen wir definitiv lieber runter, bevor wir plötzlich hier runterfällt. Aber zum Glück fällt der Geralt auch ohne es runter. So. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Ey, Mann, das ist doch grausam, diese Gegend hier. Also, wer das sich ausgedacht hat, dass das so coole Steine sind, das ist also so super gute Gegenden, wo man einfach nicht rübergehen kann, das ist schon echt eine super Idee gewesen. So, wir müssen da lang jetzt nämlich. Und hier den Weg lang. So, und ich hoffe, wenn wir jetzt Plötze nehmen, kann man da einfach ganz entspannt durchreiten, ohne dass da wieder irgendwelche Klippen sind, wo man nicht rüberkommt. So, ja, das ist echt eine ganz schön unfreundliche Insel hier. Ach komm, Plötze, Mann! Mich regt dieses Blödpferd so aus. Yeah.
Der Riese. Er hat hier diese ekligen Harpienviecher gefüttert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass hier ein echter Riese auf uns wartet. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm her. Bitte, bitte spiel jetzt. Komm, flieg bitte gar nicht so blöd rum. Ich habe jetzt echt gerade keinen Bock auf sowas. Super, genau so dachte ich mir. So, jetzt bist du am Boden. Jetzt bist du nicht mehr am Boden. So, irgendjemand redet da. Müssen wir die ganz schnell abschlachten, so. So, wer redet denn hier? Bin ich das? Ja, kann gut sein. Cool, Leute. Okay, die Harpien sind hier fürs erste... Oder ich weiß gar nicht, was sie sind für Viecher. Sind aber zumindest erstmal besiegt. Ein riesiger Riese wartet auf uns, wo die Fußabdrücke fast so groß sind wie wir. Und ich freue mich auf das, was auf uns zukommen wird. Denn es wird furchtbar sein. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit The Witcher. Und wir werden schauen, was uns da noch wunderbares erwartet. Bis dahin, haut rein. Ciao.